Trotz hoher Corona-Inzidenzen ist der Glamour der Filmwelt zurück in Berlin. Feierlich wurde gestern Abend am Potsdamer Platz die Berlinale eröffnet. Stars und prominente Gäste schritten über den roten Teppich vor dem Berliner Palast. Die Kinobranche spricht von einem wichtigen Zeichen der Hoffnung. Insgesamt 256 Filme aus 69 Ländern werden bis zum 20. Februar im Rahmen des Festivals gezeigt. Natürlich unter strengen Pandemieauflagen. Der Berlinale Palast festlich erleuchtet. Es geht los, allen Bedenken zum Trotz. Die Filmwelt feiert sich und das Kino, auch wenn manches anders ist als sonst. Statt roter Teppich, rote Linie, Interviews davor mit Maske, dahinter ohne. Ich finde, in dem Moment, wo man die Opernhäuser offen hat, kann man auch die Berlinale stattfinden lassen. Ich freue mich darüber. Es ist sehr wichtig, dass wir jetzt Filme sehen. Wir sind alle sehr gespannt auf die Filme, die gemacht wurden in der Zeit. Ich glaube, dass die ganze Branche etwas stärker zusammenrückt. Das finde ich gut. Aber ich merke einfach an mir selber, dass meine Vorfreude deutlich geringer ist als in vielen, vielen Jahren oder eigentlich immer. Um den größtmöglichen Gesundheitsschutz zu gewährleisten, hat die Berlinale Crew ein strenges Hygienekonzept erarbeitet. Die Säle sind nur zur Hälfte besetzt. Es gilt 2G+, Maskenpflicht, sogar eigene Testkapazitäten wurden geschaffen. Das große Ziel, die Berlinale muss laufen, mit echten Menschen in echten Kinos. Das ist wichtig für jedes Festival, ganz besonders aber für die Berlinale, weil es hier eine ganz besondere Beziehung gibt zwischen dem Festival und den Berlinern. Eine sehr enge Verbindung zwischen den Kinos und dem Festival. Zumal die Filmbranche ein paar gute Nachrichten braucht. Die Kinos im Land leiden unter den Corona-Maßnahmen und der Angst der Zuschauer vor Ansteckung. Auch der Trend, Filme zu streamen, kostet sie Publikum. Es wird Veränderungen geben, aber ich glaube, es wird auch immer wieder den Wunsch geben, mit anderen eine Erfahrung zu teilen und ein gemeinschaftliches Erlebnis zu haben. Also ich denke, in Zukunft wird das Publikum genauer überlegen vielleicht. Dafür gehe ich ins Kino und das gucke ich zu Hause im Streaming. Die Berlinale will mit ihrer Filmauswahl Lust aufs Kino machen. Im Wettbewerb auch zwei deutsche Werke, beide ARD-Koproduktionen. Der Liebesfilm A-E-I-O-U, das Alphabet der Liebe von Nicolette Krebitz. Sophie Reuss spielt eine alternde Schauspielerin, die eine Amour-Fou mit einem jungen Dieb verbindet. Rabih Kurnaz gegen George W. Bush von Andreas Dresen erzählt die Geschichte der Mutter des Bremers Murat Kurnaz, die ihren Sohn aus der rechtswidrigen Gefangenschaft in Guantanamo befreien will. Ich bin gleich vor Fernseher. Und was heißt Rabih Kurnaz vs. George W. Bush? Ne, dass du gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten klagst. Wer? Ich? Ja. Gleich zur Eröffnung der erste von zahlreichen französischen Filmen, Peter von Kant von François Ozon, eine Adaption des Fassbinder-Films Die bitteren Tränen der Petra von Kant. Schon in 6 Tagen wird die Jury um Horrorfilmregisseur M. Night Shyamalan die goldenen und silbernen Bären verleihen. Das Publikum darf länger ins Kino. Bis zum 20. Februar sind insgesamt 256 Filme zu sehen. Und Kulturstaatsministerin Claudia Roth war gestern Abend natürlich auch dabei bei der feierlichen Eröffnung. Und meine Kollegin Karin Mioska hat sie in den Tagesthemen gefragt, was den Glanz dieser Berlinale ausmache, trotz der strengen Corona. Während die Kinos schon wieder geöffnet sind, herrscht in den Clubs wegen Corona weiterhin Stille. In der Pandemie mussten sie als erste schließen und durften vergangenes Jahr quasi als letzte öffnen. Ehe dann erneut der Vorhang fiel und Konzerte und Tanzveranstaltungen wieder untersagt wurden. Für die Betreiber ist das allen finanziellen Hilfen zum Trotz ein massives Problem. Der Münchner Club Unter Deck hat sich deshalb eine interessante Alternative gesucht. Wenn Tobias Linz seinen Club aufschließt, betritt er einen Raum, der lange leer stand. Wie praktisch alle Clubs hatte das Unterdeck pandemiebedingt zu. Eine existenzbedrohende Situation. Neben Eigenmitteln mussten Corona-Hilfen ran. Die Gelder sind bei uns angekommen, sowohl Spielstättenförderung wie auch Überbrückungshilfen. Wurde dann zwar miteinander verrechnet wieder, aber der Vorteil an der Spielstättenförderung war, dass das sehr schnell, sehr unbürokratisch kam und uns gleich am Anfang geholfen hat. Und im Großen und Ganzen fühlen wir uns über die lange Zeit sehr wohl aufgefangen. Ohne Hilfen wären wir wahrscheinlich nicht mehr da.
Jetzt ist das Unterdeck zum Ausstellungsraum geworden. Bis zur Wiedereröffnung zeigt die Münchner Kunstsammlung Götz hier Videoarbeiten, die die Clubszene zum Thema machen. Wie diese Filmcollage aus der britischen Underground-Szene des Künstlers Mark Lackey. Von den 70ern bis in die 1990er Jahre hinein sind hier verschiedene Musik- und Tanzstile zu sehen. Und wir hatten eine erste Ortsbegehung gehabt und ich habe mich sofort in den Raum verliebt. Der Raum erzählt halt sehr viel von, ja, man kann sagen, Geschichte der Clubkultur. Es ist seit 2013 eben geöffnet und es sind Graffitis an den Wänden und durchgesessene Plastikledersofas und Mobiliar aus verschiedenen Zeiten. Also das hat so eine richtige Atmosphäre. Auch für die Videoarbeit des berühmten Fotografen Wolfgang Tillmanns bietet das Unterdeck eine ideale Bühne. Immerhin ist der Club ein authentischer Ort. Manche Szenen der Videos hätten hier entstehen können, wie die mit der Künstlerin Tracy Emin. Auf jeden Fall freuen wir uns, hier diese Kunst zeigen zu können, um auch endlich mal wieder den Raum zu nutzen, auch die Gelegenheit zu nutzen, wenn der Raum schon mal geschlossen ist. Und die Resonanz ist super, hat sich schon auch bei uns, bei unseren Leuten auch extrem rumgesprochen. Und ich finde es eine super Sache, weil die Arbeiten auch super in den Raum passen und das sich hervorragend ergänzt. Die Ausstellung im Unterdeck erzählt von einer Zeit, in der das Feiern selbstverständlich war und die hoffentlich bald wiederkommen wird. So die Hoffnung von Tobias Linz, die er mit vielen teilt.